Hallo und guten Abend. Guten Abend, herzlich willkommen. Sie sind ja schon wunderbar im Gespräch, so soll es auch nachher sein. Herzlich willkommen im Körperforum. Mein Name ist Kai-Michael Hartig und ich freue mich, Sie alle hier zu sehen bei einem fürchterlichen Wetter draußen, das den einen oder anderen vielleicht von uns im Moment daran denken lässt, die nächste Südreise zu buchen. Das müssen Sie gar nicht, denn Sie können hier auf Reisen gehen. Das Programm Ohr zur Welt soll genau das sein, nämlich eine Reise für die Ohren. Neue Entdeckungen, Entdeckungen zwischen Tradition und Moderne, zwischen dem Gestern und dem Heute, Verbindungslinien zwischen dem Gestern und Heute, vielleicht aber auch zwischen dem Heute und dem Heute. Und wenn Sie schon mal da gewesen sind, dann wissen Sie, dass zwar dass die Veranstaltung Ohr zur Welt kein normales Konzert ist, ist auch kein musikwissenschaftliches Fachseminar, ist auch kein Folkloreabend, sondern es ist eine Begegnung zwischen Welten, die hat schon begonnen im Foyer, nämlich mit einer Installation. Das machen wir immer so, nämlich beauftragen wir Studierende der Hochschule für angewandte Wissenschaften, Department Design, Schwerpunkt Fach Kommunikationsdesign, mit der Aufgabe zu einem Abend, den man in allen Einzelheiten ja noch nicht kennt, weil das, was Sie erleben, entsteht heute zum großen Teil hier erst hier auf der Bühne, zu einem solchen Abend ein Foyer zu entwickeln, einen Raum zu entwickeln, der auf das, was Sie dann hören werden, einstimmt, der nicht alles erklärt, der nicht alles, noch nicht alles vorwegnehmen will, der Ihnen aber eine Ahnung davon geben soll, was passiert und Sie auch in Gedanken bringen soll, was dieser Abend nachher entwickeln wird. Herzlichen Dank an dieser Stelle an die beiden Studierenden, an Finn Redun und Johannes Handschuh. Da hinten stehen sie. Natürlich. Und natürlich sind beide hinterher noch bereit, genauso wie die Künstlerinnen und Künstler des Abends, sich ihren Fragen zu stellen und auch an ihre Arbeit weiter einzuführen. Und natürlich gibt es auch sowas wie ein bisschen eine Auflösung, denn das ein oder andere Rätsel ist natürlich noch offen. Ohr zur Welt soll auf eine besondere kulturelle Begegnung einstimmen, deswegen beginnt das genau schon lange, das Konzert beginnt lange schon vor dem Konzert. Das Thema dieser Installation will ich gar nicht vorwegnehmen, es fiel mal das Stichwort, jemand rief mir das zu, das ist ja ein bisschen was mit Romantik zu tun hat, da könnte es drum gehen, das möchte ich aber offen lassen und das sollen Sie in sich bewegen, wenn Sie nachher die Musik hören. Wir wissen es und wir wollen es auch nicht verschweigen. Das Verhältnis zweier Länder, der Türkei und Deutschlands, ist zurzeit kein gutes. Wir reden über Konflikte, Missstände, Machtmissbrauch und Unterdrückung. Wir reden aber vielleicht und zu wenig über das geistige Klima von Gesellschaften. Und in alledem reden wir vielleicht viel zu wenig über Verbindendes. Und ich meine das jetzt nicht in einer beschwichtigenden, politisch-positivistischen oder vielleicht auch harmoniebedürftigen Form, sondern als Fakt. Denn das Trennende, das ist unübersehbar da, aber das Verbindende eben auch. Und wenn die politischen Verständigungen und die Verständigung über Werte, über Religion, ja sogar auch über Kulturelles im Sinne von Lebensformen und Lebensweisen schwierig scheint, dann lohnt es sich, nach den Ursprüngen zu forschen und nach dem Verbindenden in Überlieferungen, nach Träumen, Sehnsuchten und auch Erzählungen. Dem wollen wir heute bei Ohr zur Welt in der Musik in ganz vielfältiger Weise nachgehen und nachlauschen. Und auf den allerersten Blick mögen ja Lieder von Franz Schubert wenig gemein haben mit Volksliedern aus dem Osten der Türkei. Dass das aber anders ist, das werden Sie heute erfahren und vieles andere mehr. Ich darf Ihnen die Künstler heute Abend vorstellen. Begüm Tüzemen ist Sängerin, Mezzosopranistin, Jazz-Soul- und Impro-Gesangssängerin. Sinem Altan ist Pianistin, Arrangeurin und wird auch durch die Stücke führen. Özgür Ersoy spielt Balama, Latva, die türkische Laute, Duduk, ein armenisches Blasinstrument. Axel Meyer schließlich das Schlagzeug, Percussion, orientalische Instrumente, darunter die Darbuka und Bendir. Zusammen sind sie ein Ensemble, das seit vielen Jahren an neuen Klängen arbeitet und musikalische Kulturen in den Austausch bis zur Fusion bringt und neue Klangsprachen und Genres dabei entwickelt.
2011 gewann die Gruppe mit dem Märchenkonzert Kilolan und die Räuberbande den Junge Ohren-Sonderpreis. Es ist ein Preis, der sowohl Aufführung als auch Musikvermittlung bundesweit verbindet. Sie treten auf in den unterschiedlichsten Theater- und Musiktheaterproduktionen, unter anderem am Maxim-Gorki-Theater in Berlin, am Ballhaus Nanünstraße und im Atze-Musiktheater. Das hat sich rumgesprochen, auch in der Presse, bis ins Bundespräsidialamt, denn sie waren jüngst eingeladen, um bei der Verabschiedung von Joachim Gauck zu spielen. Hier ist das Ensemble Olivine, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen Abend bei uns im Kavafo. Thank you.
Thank you.
Vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seine Rinde so manches liebe Wort. Es zog in Freud und Leiden zu ihm mich immer fort. Ich musst auch heute wandern, vorbei in tiefe Nacht. Da hab ich noch im Dunkeln die Augen zugemacht und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu: Komm her zu mir, Geselle, hier findest du deine Ruhe. Die kalten Winde bliesen mir grad ins Angesicht. Der Hut flog mir vom Kopfe, ich wendete mich nicht. Nun bin ich manche Stunde entfernt von jenem Ort und immer hör ich's rauschen, du findest Ruhe dort. Schatten, so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seine Rinde so manches liebe Wort. Es zog in Freud und Leiden zu ihm mich immer fort. Ich
ich muss da heute wandern, vorbei in tiefer Nacht. Da hab ich noch im Dunkeln die Augen zugemacht. Und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu: Komm her zu mir, Geselle, hier findest du deine Ruhe. Und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu: Komm her zu mir, Geselle, hier findest du deine Ruhe. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen zu diesem spannenden Abend hier. Das erste Mal für uns in Hamburg. Ein Debütkonzert, ja. Und das in diesen wunderschönen Gemäuern sozusagen, mitten im Herzen der Stadt. Ja, Olivin heißt vieles, eigentlich auch ein Schmuckstein, ein Mineralstein, was sich aus vielen einzelnen Elementen zusammensetzt. Die Elemente haben Sie ein wenig schon erkannt, zumindest im bisherigen Verlauf hoffentlich. Oder auch wiedererkannt oder auch neu entdeckt. Genau darum geht es überhaupt in unserer Musik. Wir kommen aus dem Orient und dazu zähle ich eigentlich uns alle und haben vieles vom Okzident. Wir lieben den Sonnenaufgang, wir lieben den Sonnenuntergang und daher auch die Liebe zu diesen Begegnungen. Ja, Schubert ist uns ins Herz gewachsen, aber die Urwurzeln liegen auch in Anatolien weiterhin. Und jetzt hören wir einiges aus dieser Gegend, aber mit viel, viel, viel Einfluss aus der ganzen Welt. Viel Spaß. Thank you.
posti genice sine sarutum sine sarutum benim sadık yarim kara topraktır beyhude dolandım ey yar boşa yoruldum benim sadık yarim kara topraktır kara topraktır beyhude dolandım ey yar boşa yoruldum benim sadık yarim kara topraktır kara topraktır Sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Hıya, gün gelir Veysel'i ey yar, bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır. Kara toprak tü.
Sensin, evvelim sen oldun, ahirim sensin. Sözüm yok bu benden darıldığıma. Gidip başka yaşım sel oldu, zehirim sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sensin.
Ich merke, wir sind jetzt ein ganz großes Ensemble geworden. Das ist wunderschön. Schön, dass es das, was wir hier kreieren, sie gleich mitnimmt und wir sie so gut spüren können. Das ist wirklich einmalig. Deshalb machen wir überhaupt Musik. Music Connects. Ja, und wenn Sie doch ein bisschen neugierig sind, was inzwischen für Stücke gerade zu hören waren, das letzte, was wir gemeinsam gesummt haben, habe ich vor 2 Jahren am Bosporus an der Kulturakademie Tarabia als Stipendiatin komponiert und ein Stück, was ich auf Türkisch Hüzün genannt habe, Wehmut, Nostalgie, Wehmut, das ist etwas, dieses Wort beschreibt sehr viel, was zumindest charakteristisch ist für diese Geografie und für die Kultur. Und diese Wehmut ist nicht unbedingt etwas, in der man sich komplett mit Depressionen verlieren soll, darum geht es nicht, sondern man muss Wehmut auch genießen lernen im Leben. Nur dann kann man vielleicht auch aus der Wehmut raus. Aber davor waren wir auch sehr traditionell noch unterwegs mit Ahedim Sensin, du bist meine Zukunft, von einer der größten anatolischen Volksmusiker, Neşet Ertaş, und davor sogar von dem eigentlich Gott der Volksmusik aus Anatolien, Aşık Veysel, nämlich die Kultur des Liebenden, des Gesangs. Genau. Und jetzt habe ich schon viel zu viel erzählt, habe ich den Eindruck. Genau. Lass uns weiterspielen. Wir machen mit unserem Ritual weiter. Jetzt folgt ein langes Ritual aus Anatolien, was der alevitischen Kultur gehört. Ein altes Lied. Gitme durnam gitme, nereden gelirsin, nereden gelirsin, sen nazlı canana benzersin. Bakışta beni mecnun edersin, gönülde mihmana benzersin durnam, hasnenni nenni, dost nenni nenni. Kaşlarına mindu vası yakılır, haydar yakılır, cemaline türlü benler dizilir, seni sevmeyenler üzülmüş. Pir balım sultana benzersin durnam, hasnenni nenni,
Jesus, nenni, nenni. Salını salını selamına karşı durdum barım delini delini hudey 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 barım delini delini hudey 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 barım delini delini gel dedim yanıma geldi gamzesi sinemi deldi bir izzetlik selam verdi aldım sevini sevini bir izzetlik selam verdi aldım sevini sevini hudey 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 aldım sevini sevini hudey 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 aldım sevini sevini kaynadı karıştı kanım ezelden severdi canım sen benimsin ben de seninle derim sevini sevini Allah 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 derim sevini sevini hudey hudey dedim sevini sevini kıymetin baha biçilmez cemalin nurdan seçilmez vakitsiz güller açılmaz derdim gülünü gülünü vakitsiz güller açılmaz derdim gülünü gülünü hudey 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 derdim gülünü gülünü hudey hudey derdim gülünü gülünü nereden gelirsin?
Solo, Axel Meyer. Ja, meine Damen und Herren, das Ensemble Uli Wien, Sien im Altern hat ja schon einiges berichtet, aber wir wollen ein kleines bisschen das Ensemble noch näher kennenlernen. Das geht. Ich darf euch bitten, hier mit an den improvisierten Stehtisch zu kommen. Da passen wir alle dran. Ich darf nur nichts umwerfen, genau. So. Ja, die brauchen wir jetzt, die gibt es nachher. Die schwimmen bei uns sogar, wir haben Schwimmkerzen, passend zum Wetter. Sinem, du hast gesagt, Uli Wien, ein Edelstein, ein Schmuckstein, irgendwie fiel mir ein Stein, der irgendwie 1000 Farben spielt. Wir haben ganz unterschiedliche Stilistiken gehört, wir haben ganz unterschiedliche Genres gehört. Ihr bewegt euch in rasender Geschwindigkeit durch musikalische Welten. Wie würdet ihr das, also ich habe mich selber gefragt, würde ich das denn, kann ich das irgendwie einsortieren, wie würde ich das bezeichnen, was ist das? Ist das klassische Fusion-Musik oder was ist das? Wie würdet ihr selber eure Arbeit beschreiben? Die Lieblingsfrage ist jetzt aufgetaucht. Ja, muss sein heute. Muss sein und wir haben auch nur eine Antwort. Wir sagen dazu eben Uli Wien, ohne Grund, was eben zunächst noch nicht wirklich einen Namen hat, das, was wir wirklich machen. Aber ich kann nur erzählen, woher sich die Wurzeln oder die Elemente sozusagen zusammenschöpfen. Das ist auf jeden Fall, der Ausgangspunkt ist auf jeden Fall die klassische Musik. Die klassische westliche Musik, die klassische östliche Musik. Und dann kommt die Komponente des freien Musizierens, wie in der Volksmusik. Und die beiden Elemente treffen ganz stark aufeinander. So würde ich das beschreiben, was hier tatsächlich passiert. Und natürlich, wenn wir frei improvisieren, landen wir auch ganz schnell bei dem Jazz-Element, was wir auch nicht ausschließen, sondern mit großer Freude aufnehmen. Aber wir schränken uns nicht zu sagen, wir sind eine Crossover-Band mit Jazz- und Klassik-Einfluss. Ich finde, das ist zu wenig und das macht es natürlich auch so schwierig zu beschreiben. Aber man könnte von einer Fusion sprechen. Das ist erstmal richtig, glaube ich. Also der musikalische Hintergrund von euch allen, also auch der Ausbildungshintergrund, ist ja genauso vielfältig wie die Musik, die ihr macht. Begüm, du hast klassischen Gesang studiert, aber auch Musical. Genau, ich hab klassischen Gesang und Musical studiert in Istanbul. Ja. Und ich lebe in Berlin seit 10 Jahren, sogar 11 Jahren. Und, und genau, ich mache auch eine Reise zwischen so Gesangtechniken und Stilen. Und eigentlich türkische Volkslieder habe ich in Berlin angefangen zu singen. Und genau, nicht in der Türkei, ne? Das ist ganz lustig, aber die Wahrheit. genau, und ich habe auch so Schauspiel ein bisschen studiert, so Musical-Schauspiel. Und russische Philologie. Russische Philologie auch, so, und Literatur. Philologie und Literatur, ja. 5 Jahre lang. Und wir sind unterwegs seit 9, 10 Jahren, ne? 10 Jahren. Jetzt sind es 10 Jahre. Genau. Und genau, und ich arbeite gerne mit Sinem und Özgür und Axel und mit neuen Arrangements und neue Kompositionen. Und das ist eine andere Welt für mich, ne? Ich habe eine ganz andere Erfahrung auch, so beim Konzerte auch. Und ja, genau, Gesangstechniken, ich benutze auch Kehlstimme manchmal ab und zu und auch Bruststimme und Kopfstimme. Es gibt so 3 so Stimmen, ne? So Kehlstimme ist, am meisten benutzt man das beim türkischen Kunstmusik, Kehlstimme. Es geht so zum Beispiel.
Das ist Kehlstimme, ne? Und Kopfstimme kennt ihr alle bestimmt. So beim Operstücken und so klassische Sachen, so. Das braucht man kein Mikro eigentlich, ne? So, genau. Und genau, und Bruststimme, ja, genau. Das ist, zum Beispiel ein Gospel, wenn man ein Gospel singt, dann ja! Und sehr gut. Genau, ich habe so viel gesprochen. Und Özgür, bei dir war es zunächst mal eine traditionelle Ausbildung, aber sehr schnell waren es dann Zusammenarbeiten mit ganz anderen Ensembles auch, als du wahrscheinlich angefangen hast. Wie war bei dir erstmal der Ausbildungsweg und dann die musikalische Arbeit? Ja, also ich habe neben der Volksmusik habe ich auch klassische Musik studiert an der Uni. Aber es ist nicht so weit weg, so gesehen. Klar, es ist mein Hauptfach ist Volksmusik. Ich bin genau mittendrin, so geboren mit Volksmusik und aufgewachsen. Und klar, es ist schwer, so gesehen mit so einem Volksinstrumente, so einem klassischen Instrumente oder so einem Jazzinstrumente so eine zusammen so eine schmelzen oder zusammenspielen. Klar, dafür soll man erst ein Notist sein, damit man sozusagen alles ne, verstehen kann. Und aber dementsprechend ist es gerade nicht so miteinander. Also ich möchte auch nicht so meine Instrumente so parallel da sein. Also wir versuchen auch mit Olivin und mit auch so andere Gruppen die Volksinstrumente sozusagen mittendrin so solistisch auch Begleitinstrument da dargestellt wird. Und daher klar, so das Repertoire soll man so richtig auswählen und gerade unser Startpunkt oder Beginn ist natürlich hier Anatolien, was da so ne, entstanden ist oder was man da findet. Es ist nicht nur türkische Volksmusik, sondern ich nenne persönlich ist anatolische Volksmusik, weil in Anatolien leben viele verschiedene Völker und soll man so wirklich so punktuell sagen, da diese Völker. Natürlich viele sind ausgestorben, aber wir versuchen gerade so als musikwissenschaftlich sozusagen rauszufinden und das sozusagen vorspielen. Mhm. Axel, bei dir war es auch so, relativ früh erstmal klassisches Schlagzeug und dann aber auch sehr früh, habe ich gelesen, Offenheit in andere Richtung, andere Instrumente. Heute Abend eine Trommel mit Gartenschlauch. Vielleicht kannst du das gleich nochmal. Fahrradschlauch. Die wurde nämlich kurz vor dem Konzert noch aufgepumpt. Wirklich kein Witz. Also ich sah ihn da kurz an der Bühne mit einer kleinen Fahrradluftpumpe. Ja. Was hat die für eine Funktion? Aber erzähl doch erstmal von deinem Werdegang kurz. Ja, also ich bin, wie man wahrscheinlich an meinem Nachnamen nicht vermuten würde, der einzige gebürtige Berliner hier. Der echte Türke. Und habe klassisches und populäres Schlagzeug studiert in Rostock, komme aus Berlin eben und habe vor 6 Jahren, glaube ich, haben wir zueinander gefunden. Und Sieben. Das klären wir beim Wein hinterher, wann was war, wie irgendwie, genau. Ich werde ja auch älter, ne? und ich komme eigentlich tatsächlich eher aus dem populären Drumset-Bereich. Ich hatte früher Reggae-Bands und gleichzeitig habe ich immer in Orchestern auch gespielt und mache das eigentlich heute noch. Und das ist tatsächlich das einzige Ensemble, wo ich irgendwie alles integrieren kann. Ja. Also wo ich mir meinen Spielplatz aufbauen kann und Trommeln mit Fahrradschläuchen mitbringen kann. Das Ohr zur Welt ist ja bei euch auch sozusagen im Ohr oder in der Gegenwart oder in der Arbeit drin. Ihr habt mit wahnsinnig verschiedenen, auch anderen Künstlern zusammengearbeitet. Entweder mit Olivin als Ensemble, aber eben auch jeder einzeln. Also Moritz Eggert, Nils Landgren, Robin Schulkowski. Also da ist schon ein Dreh drin oder mit Dagmar Manzel auch ein Projekt gemacht mit der Schauspielerin und Sängerin. Also das ist schon angelegt. Jetzt würde ich gerne wissen, wie kommt ihr zum Material? Also ihr habt entweder ein Traum oder die Musik kommt und wie geht der vor? Du hast gesagt, es geht zunächst mal von eher der klassischen westeuropäischen Richtung aus, aber wie wählt ihr dann aus und wie setzt ihr zusammen? Also als wir überhaupt angefangen haben, zusammen zu musizieren,
sind wir davon ausgegangen, was eigentlich jeder am besten kann. Also weil wir daran glauben, dass die Stärken der musikalischen Ausrichtung zunächst erstmal angeboten werden müssen und dann daraus versuchen wir dann zu entwickeln. Wie hat man sich das vorzustellen? Ihr trefft euch sozusagen zu einer Art Jam-Session und sagt ihr mal jetzt, wie ging das los? Ja, also das zunächst erinnern? Waren wir ja tatsächlich ein Trio, ja. Daher... Axel kam. Und dann haben wir den großartigen Berliner Schlagzeuger kennengelernt. Und dann waren wir natürlich vollständig. Es hat uns tatsächlich auch der Rhythmus gefehlt. Aber als wir noch zu dritt improvisiert haben, Özgür hat meistens Volkslieder, also aus unterschiedlichen Sammlungen und Archiven mitgebracht, auch mal vorgesungen. Und für mich war das immer ein Stück Heimat, aber auch fremd zunächst. Und für Begüm noch viel mehr, weil sie ja westliche Musik in Istanbul studiert hat. Das heißt, wir mussten erstmal mit ganz klaren Ohren hinhören, auf die Mikrotonale zum Beispiel oder auf die ganzen Harmonien. Und dann habe ich dazu angefangen, Klavier zu spielen. Mit meinem Bewusstsein als klassische Pianistin. Und Harmonien zu finden, die eventuell dazu passen könnten. Ohne, dass die Tradition dabei aber komplett verlassen wird. Das war uns wichtig. Also jeder gibt etwas, aber niemand soll sich aufgeben. Özgür hat wirklich einen wichtigen Einfluss beim so türkische Volksliederrepertoire, genau. Total. Total, wirklich. Danke, Özgür. Und empfindet ihr das, wenn man jetzt die verschiedenen auch Tonsysteme aufeinander abstimmen muss, empfindest du das zum Beispiel als Einschränkung? Du hast wahrscheinlich die größte, na, du natürlich auch mit dem Gesang, aber du hast die größte Vielfalt an Möglichkeiten mit der Skala Melodien zu spielen, die, so würde man sich es ja erstmal vorstellen, auf den 12 Tasten eines Klaviers erstmal nicht darstellbar. Wie geht es zusammen? Wie setzt ihr das zusammen? Das haben wir mit Sinem gemacht. So als Information, in der türkischen Volksmusik gibt es 17 verschiedene Skalen und dann in der türkischen Kunstmusik gibt es theoretisch 325 Stück Skalen, verschiedene Skalen, wirklich. Also, und das sozusagen, das machen wir nicht. Aber was wir gemacht haben, so eine, klar, so Viertelton oder so Mikroton, habt ihr gemerkt, weiß ich nicht. Und wir, das ist genauso, was ihr seht, sozusagen, sind drei verschiedene Instrumente, sozusagen, so zwei sind so eine gleiche Familie, Barlama, Kurzhalsbarlama, Langhalsbarlama, die haben sozusagen an den Hals, sozusagen Vierteltönen. Und dann, was die da als lauter sehen, sozusagen, da hat so eine zwischen einen Ganzton, fünf oder sieben verschiedene Töne. Das soll man wirklich daran gewöhnen. Das ist damals in der osmanischen Zeit haben die armenische und griechische Musiker oder Instrumentenbauer entwickelt und dann so geblieben. Nachhinein haben sie sozusagen mit Oud angefangen und so weiter. Nochmal zurück zum Thema. Als Information wollte ich es nur sagen. Und die Akkorden sozusagen, mit klassischen Akkorden habe ich sozusagen mit Sinem gesprochen, wie Akkorden passen oder die Vierteltöne oder Mikrotonen so eine passen überhaupt. Das haben wir mit Sinem gemacht, weil sie eine so große, so eine klassisch und Jazz Akkordenskala hat. Deswegen, wir finden sozusagen passende Akkorden mit Sinem. Da vielleicht kannst du ein paar Wörter sagen. Ja, passend oder nicht. Also auf jeden Fall etwas, wo ich das Gefühl habe, dass man dem entgegenkommt mit einem Teppich, mit einem Tablett, was das strahlen lässt, aber auch nicht kaputt macht. Also das ist das, was ich versuche, überhaupt im Ensemble musizieren, immer auf das Zuhören sozusagen zu schauen. Und klar, Klavier hat natürlich die Einschränkung und wir lösen das aber ganz einfach. Jeder spielt so viel, wie viel er kann.
und jeder gibt, genau, singt so viel, wie viel da ist. Und daraus, spannenderweise, entsteht ja das Neue. Das heißt, genau dann wird so ein Volkslied plötzlich ein Kunstlied. Ich meine, dieser Begriff ist ja in der Romantik auch nicht umsonst in Europa aufgetaucht, wie dieses Volksliedwesen sozusagen dann durch die Hausmusik zur Kunstform geworden ist. Und so ähnlich würde ich mit Vorsicht behaupten, dass wir das in der Arbeit, in der Recherche auch machen. Deswegen auch kein Zufall, dass wir uns sehr viel auch gerade mit Franz Schubert beschäftigen. Mhm. Da liegt eine große Verwandtschaft, glauben wir zumindest. Das ist das Stichwort, der im Fokus des Abends oder ein Schwerpunkt liegt auf der Winterreise. Wir werden nachher noch Stücke daraus hören. Können wir noch was hören zu Thema Schubert, Romantik? Du hast vorhin was von dieser Wehmut, von dem Wehmutsbegriff gesprochen und davon, dass es gar nicht um die Wehmut in der Depression geht, sondern um ein Lebensgefühl, das einfach wesentlich ist und dazu gehört und nicht sozusagen im Positivistischen immer gleich als schädlich oder behindert oder negativ gewertet. So ist ja bei Schubert im Grunde auch der Sinn der Romantik, dieses dort, wo du nicht bist, ist das Glück, dieser Spruch, dass man eigentlich diese Sehnsucht lebt, empfindet, bei Schubert ja letztendlich auch. War das die Verbindung auch, die, wo ihr gesehen habt, da sind Stoffe oder auch sagen wir mal, Emotionen in der Musik, gerade in der anatolischen Volksmusik, die ihr verbinden könnt? War das der Ausgangspunkt? Das war tatsächlich der Ausgangspunkt. Also besonders in der Winterreise, das ist ja das eigentlich allerspäteste Werk und man merkt auch, dass in dieser Zeit des Abschiednehmens und des Wanderns und des Alleinseins, Einsamkeit, dieses Thema ist etwas, was in der anatolischen Kultur heute noch sehr stark vertreten ist. Man ist natürlich nicht unbedingt einsam, aber die eigenen Emotionen so weit auszuleben, dass sie wirklich mit diesem großen auch Lebensschmerz verbunden sind. Das ist etwas, was die anatolische Kultur sehr, sehr viel markiert, in meinen Augen. Und interessanterweise, sowohl in der Harmonieauswahl bei den meisten Stücken von der Liedern von der Winterreise und insbesondere bei mittelanatolischen Volksliedern, sieht man, wie diese Art von Ornamentik, also wie diese Art von Melodieführung ähnelt. Das ist etwas, was ich festgestellt habe, wo ich dann auch das erste Mal, wo wir mal experimentiert haben, das war zunächst die Forelle mit einem Schwarzmeer-Volkslied, wo wir auch schon einige interessante Sachen gemerkt haben und dann eben bei dem Leiermann, wo genau das sehr auffällig war. Und da ist etwas dran von dieser Wehmut, die eben natürlich auch ein Dauerzustand ist, aber nicht unbedingt etwas ist, was sich von den Emotionen sozusagen weiter entfernt, sondern sich zu den Emotionen bekennt. Und das, finde ich, ist in der deutschen Romantik ungeheuer groß und tief vertreten. Und das ist auch etwas, was ich merke, dass das im Orient eben noch weiterlebt, diese Art von Leidenschaft. Und das ist das, wo wir auch gemerkt haben, dass das gerade sehr gut zusammenpasst. Zum Beispiel so Schubert, Leiermann und Ayva Çiçek Açmış, dieses türkische Lied, die haben so sehr Ähnlichkeiten, auch als Melodien und auch als inhaltlich, denke ich, oder? Ja. Wir wollen ja bei Ohr zur Welt immer ein bisschen auch in die Werkstatt gucken. Und das machen wir jetzt genau an diesem Lied. Leiermann, das letzte von den 24 Liedern aus dem Liederzyklus Die Winterreise, entstanden 1827, ein Jahr vor Schuberts Tod. Wilhelm Müller, der Textdichter, die beiden haben sich nie getroffen, stirbt ein Jahr später. Veröffentlicht ist das Ganze worden 1826, 27 in der Zeitschrift Urania. Die war eigentlich schon verboten worden, weswegen man heute meint, dass Teile der Winterreise durchaus auch einen politischen Hintergrund haben. Das ganze Thema Restauration, Metternich, also eine Frage der Unfreiheit sich andeutet. Und Schubert hat damals gesagt, dass ich habe einen neuen Zyklus schauerlicher Lieder komponiert. Und daraus hören wir jetzt
zum einen die Winterreise, aber in Verbindung mit einem anderen Lied. Und ihr werdet auch zeigen, wie das zusammenhängt. Wie das, ja, zusammengewachsen ist, ja, sozusagen. Ja. Das wollen wir demonstrieren. Damit überlasse ich euch die Bühne. Sage ganz herzlichen Dank, dass wir etwas mehr über euch erfahren konnten. Sie alle sind herzlich eingeladen, natürlich hinterher auch mit dem Ensemble noch ein bisschen zu sprechen, auch Instrumente vielleicht anzuschauen. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Spaß mit dem Ensemble Olivinen. Herzlichen Dankeschön. Dank. Ja, kleine Demonstration des Originals von Ivar Čiček Ačmiš. Es geht um die Quittenblüten und um Frühling. Und eigentlich ist es aber ein schmerzvoller Abschied auch vom Winter. Aber so häufig passiert es in anatolischen Volksliedern, dass das Tempo zu einem Tanztempo ausgewählt worden ist, aber der Inhalt sehr schmerzvoll ist. Und ich würde sagen, wir hören einmal die traditionelle Variante, ja, dieses heiter gespielten Volkslieds. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Hat in der Umdrehung sozusagen eine interessante Verwandtschaft mit dieser Ornamentik von Leiermann. Dieses bis auf einen sozusagen eigentlich Viertelton, ne? Das ist ja der Ton. Spielst du den? Genau. Genau. Den habe ich nicht. Ich könnte nur da ist er. Dazwischen singen. Genau. Aber im Grunde genommen sprechen wir von der gleichen Melodieform, nur eben ein bisschen andere Cent-Ausrechnung. Und lustigerweise, wenn dieses Volkslied so gespielt wird, hören wir immer die Quinte unten. Genau, und das passiert bei beim Leiermann auch, nur wesentlich langsamer. Was macht Olivin daraus? Olivin setzt sich mit beiden eigentlich super kontrastierenden, aber eigentlich auch in der Struktur doch sehr verwandten Formen zusammen und macht dieses Quittenlied zu einer langsamen Ballade, verabschiedet sich von zwei Viertel, geht auf ein Dreiviertel und nimmt den Leiermann aus dieser schweren winterlichen Atmosphäre etwas hier heraus und bringt ein wenig mehr Tempo und Sonne. Und jetzt kommt noch eine Sache, die noch spannender wird, nämlich, dass genau der Text von Wilhelm Müller auf diese Melodie passt. Begum, könntest du die deutsche Variante nochmal vorführen? Genau, mit der türkischen Melodie zunächst. Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Und mit starren Fingern dreht er, was er kann.
Und bevor wir jetzt noch länger erzählen, spielen wir das Stück. Hinterm Dorfe steht ein Leiermann und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt er hin und her. Sein kleiner Teller bleibt ihm immer lieb. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer lieb. Ay, bachiche. Açmış yaz mı gelecek gönül bu sevdadan vaz mı geçecek gönül bu sevdadan vaz mı geçecek bana yandırma beni seviyorum diyerek kandırma beni derin uykulardan kaldırma beni
geht's mit der Reise einfach weiter. Jetzt soll wieder die Musik sprechen. Darkness I'm mourning, blazing the night is the sign of the warning. You don't remember the pride you believed in. Now you're to reap the reward for deceiving. Won't you leave me alone in silence? I've been grieving for all this violence. Rain is my sorrow, wind is my sadness. Can't you see me with all your blindness? But we always believe in Anatolia. 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 Maybe we'll change and always be safe and promise to never leave. Anladar dim bu son çığlığımda, yorgun bu toprak, ölüm çok yakında. Doğduğun yer bu eski dünya, doyduğun yer bu yaşlı dünya. Bir gün gelmiş, gülmez olmuş.
jetzt unser Debüt mit Arabisch. Nur für Hamburg speziell. Erstes Mal. Andalusien, arabische und anatolische Musik kommt jetzt vom Feinsten zusammen. بتل بتلو والمجلو والمالبال بتعين بتروح والمالبال بتعين بتروح تحت الرماني خبي حكاني سمعني عني يا ويني بتغسل فيا سمعني عني يا ويني وتغسل فيا بتل بتلو والمجرو والمالبال بتعين بتروح والمالبال بتعين بتروح saya güllerimiz bitecek bir gün saya saya neşe keder bir gün geçer bize kar kalan nedir bu dünyada bize kar kalan nedir bu dünyada Das war eigentlich nicht, nicht nur Arabisch, ne? So Türkisch und Arabisch gemischt, genau. Erstmal singe ich Arabisch und danach Türkisch. Genau. Und dann geht das Lied auch noch über Sevilla. Also das muss man ja auch noch sagen. Ach so, ja, genau. Naja, so funktioniert die Welt. Dann, wo wir doch bei dem Tango sind, ein wenig zumindest, über Andalusien, ein bisschen Flamenco, kommt jetzt der türkische Tango auch zum Einsatz. Den gibt's auch. Thank you.
senden sonra ne tam mavi ne tam sarı olmadı. Hafif bir söz gibi belki ama öyle yerin dolmadı. Ben şansımı zorladım. Ayakta kalmak için tutunamadım, tutunamadım şiirlere, şarkılara, önüme düşen
Begüm zusammen. Noch einen. Danke. Jetzt eine kleine Pause für mich? Ja, hast du dir verdient. Viel Spaß. Wer kommt jetzt? Irgendeiner auch aus der Romantik, aber lassen wir uns... Zur Romantik? Was ist das? Ach, du bist Schlagzeuger, richtig. Naja, dann bitte. Thank you.
komm gut nach Hause. Ja. Ihr seid crazy. Also, ich vermute mal, es genau. Also, solange es Ihnen gemütlich geht, geht es uns noch gemütlicher. Ja, sonst machen wir tatsächlich so. Also können Sie noch? Ja. Wie lange können Sie noch? Dann schließen wir doch mit Schubert nochmal sozusagen den Kreis, der Weg, den Winterreise nochmal ab. Mit einer Fusion. Und dann überlegen wir noch. Was vermeide ich denn die Wege? Gidiyorum gündüz gece. Wo die anderen Wanderer gehen. Uzun ince bir yoldayım. Suche mir versteckte Stege. Gidiyorum gündüz gece. Durch verschneite Felsenhöhen. Bilmiyorum ne haldeyim gidiyorum. Eine Straße muss ich gehen, die noch keiner ging zurück. Die noch keiner ging zurück. Thank you.
Straße muss ich gehen, eine Straße muss ich gehen, die noch thank you.
wollt ihr eine Zugabe haben, oder? Ja? Ich höre nichts. Ja. Ja, super. Also, ich muss wirklich sagen, Sie sind großartig. Hamburg ist großartig, aber noch großartiger ist das Körperforum, ja, die Körperstiftung, weil nur so konnten wir uns treffen. Und lieber Kai-Michael Hartig hat das ins Leben gerufen. Hier nochmal ein großes Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, ich hoffe, wir konnten die Ohren zur Welt ganz groß öffnen und hoffentlich nicht nur die Ohren, sondern auch das Herz und überhaupt mit allen Sinnen, die wir haben und die wir vielleicht noch haben werden. Insofern, es war ein grandioser Abend für uns alle und auch nochmal in dieser Form. Vielen Dank und hoffentlich sieht man sich hier und vielleicht auch woanders wieder. Wir sind ja sehr oft in Deutschland und in der Türkei unterwegs, was auch nicht gerade in diesen Zeiten einfach ist. Aber wir glauben an die Stärke des Menschen und der Musik. Vielen Dank. Eine kleine Bitte habe ich. Ich brauche ein bisschen Hall. Noch mehr Hall. Ich höre mich nicht. Oh, das ist ja ein bisschen übertrieben. Aber ja, danke schön. Das geht, danke. Und was kommt jetzt, Birgit? Istanbul. Ah, wir reisen jetzt kurz nach Ein Istanbul. Lied über Istanbul. Ich komme auch aus Istanbul und ja. Wie geht es denn überhaupt? Neunachtel. Ja. Es ist ein Neunachtel. So geht das denn. Bisschen langsamer. Bam, 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 bam. Genau. Saçlarını dağıtır rüzgar yedi tepe üzerinden hatıralar tarihin küllerini savurur kadın gibi kızrak gibi sarılayım gel ince beline yârim İstanbul gel öpeyim gerdanı Tüketilmiş, yaşanmamış, hediyelik hayatlar. Ah bu evler, pencereler, bu kapılar, sokaklar. Hüzün gibi, sevinç gibi, eskitilmiş zamanlar. Yârim İstanbul, gel öpeyim gerdanından. Minareler uzanmış gökyüzüne bağırır Kara sevda nerelerden yüreğimi çağırır Dua gibi büyü gibi ezberledim hasretini Yârim İstanbul gel öpeyim o gerdanın Gerdanından, gerdanından aman.
Nacht, Bossa aus Anatolien. Bossa Nova aus Anatolien. Ja, wir wollten eine gute Nacht nehmen. Sonst kommen wir hier nie raus. Tutmuyor elim turnalar, hey. Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, kız gülüm gülüm, turnalar, hey. Tutmuyor elim turnalar, ey. Ah, ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, kız gülüm gülüm turnalar, ey. Ah, ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, kız gülüm. Danke.